Er war das erste kleine Kind hier und ja, und dann sagte halt der liebe Mann, ja, kannst du als erstes, dass du das erste Kind bist, das Band durchschneiden, und wir haben uns natürlich sehr gefreut darüber. Glas. Wir freuen uns alle sehr, dass wir dieses in dieser kurzen Zeit geschaffen haben. Und die Stimmung ist sehr gut in der Stadt, im Umfeld. Und somit hoffen wir natürlich auch, dass wir hier unseren Fechter und Menschen aus dem Umland ein Stück Fahrspaß, ein Stück Vergnügen wieder bringen können, so dass wir auch hier nicht mit unserem Gewerbe in Vergessenheit geraten. Zweimal? Ja, 7 Euro bitte, junger Mann. Dankeschön. Natürlich freuen wir uns, dass wir jetzt wieder unterwegs sind. Das ist doch klar, das ist mein Ding. Ich lerne nebenbei. Ich finde das auch toll, wieder zu lernen. Aber vom Herzen her, ich bin Vollblutschauspielerin. Und das ist das, was ich am liebsten mache. Wie lange machen Sie das schon? Mein Leben lang. Ich bin in 6. Generation. Klein, aber fein. Ist ein kleiner, schöner Rundgang. Sind auch Attraktionen dabei, die interessant sind. Und ja, muss man mal gucken, wie sich das an die Tage jetzt so entwickelt. Also wir werden dokumentieren beim Eingang, wir werden dokumentieren beim Ausgang. Wir haben einen Sicherheitsdienst, der da spezifisch darauf achtet, dass die Abstände eingehalten werden. Wir haben über 50 Hygienespender auf dem Platz. Wir haben eine großzügige Reinführung. Wir haben ein Einbahnstraßensystem. Also wir haben rundum dafür gesorgt, dass die Familien und Besucher hier einen sicheren Freizeitbesuch hier erleben können in der jetzigen Zeit. Ich halte Abstand. Ich weiß, dass ich den Schmutenpulli überall tragen muss. Das ist ja die neue kleine Handtasche der Dame, der Frau. Der neue Sport ist, man hat ihn vergessen, man muss zurücklaufen oder fahren. Das klappt. Warum soll das nicht klappen? Man hält Abstand. Man kann das. Man kann sich auch mal die Finger einmal mehr abwaschen oder desinfizieren. Man kann auch dieses Ding aufhaben. Es gibt Schlimmeres. Es gibt wirklich Schlimmeres. Und ganz ehrlich, wir sind doch gesund. Was wollen wir eigentlich mehr? Wir sind gesund und das ist die Hauptsache. Und daran sollen wir arbeiten, dass das auch so bleibt.